Rufe auf Tagesordnungspunkt 4. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU-Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. 11. Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes, Drucksache 20/2788. Jetzt muss ich mal hier bei meiner Buchhaltung gucken. Wo sind denn die Zettel? Hier lagen doch Zettel, wer sich melden wollte. Wer weiß, wer sich schon gemeldet hat? Wer bringt es ein? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, wer macht es? Frau Anders, ja, Frau Anders, bitte schön, dann haben Sie das Wort. Bitte schön. Armin Schwarz oder Frau Anders? Frau Anders macht es. Sehr schön. Was denn? Ach, nee, ihr müsst euch entscheiden. Ja, aber wir werden ja das. Der große Vorzug ist ja, wir werden Frau Anders ja noch hören. Also das. Ja, also, Kollege Schwarz, 7,5 Minuten darf man, muss man aber nicht. Bitte schön. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, um diese Verwirrung aufzulösen, die Präsidentin, die eben gerade unsere Sitzung geleitet hat, teilte mir mit, dass die Kollegin Anders sich zuerst gemeldet habe, und deswegen wollte ich da nicht vorgreifen. Gerne bringe ich diesen Gesetzentwurf ein, denn es ist ein sehr guter Gesetzentwurf. Die Bildungssprache Deutsch, meine Damen und Herren, ist die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe. Die Bildungssprache Deutsch ist die Grundlage für schulischen Erfolg. Und die Bildungssprache Deutsch ist gleichermaßen, das wissen wir, auch die Grundlage für eine erfolgreiche Karriere. Meine Damen und Herren, weil wir das frühzeitig erkannt haben, haben wir sehr frühzeitig ins Land Hessen das erste einen Paradigmenwechsel herbeigeführt und bereits 2002, 2003 mit Vorlaufkursen begonnen. Deswegen haben wir das gemacht, weil wir wussten, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler mit ausländischen Wurzeln große Schwierigkeiten hatten, in die erste Klasse hineinzukommen. 35% der ausländischen Kinder wurden entsprechend zurückgestellt vom Besuch der ersten Klasse. 45% der ausländischen Schülerinnen und Schüler konnten die erste Klasse nicht erfolgreich bewerkstelligen und mussten diese wiederholen. Und 20% der ausländischen Schülerinnen und Schüler haben die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist kein Zustand, da müssen wir ran. Seitdem wir die Vorlaufkurse haben, das ist der grandiose Erfolg dieses Konzeptes, haben 97% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Schwierigkeiten den Start in die Schule geschafft und dann auch den Durchlauf durch die Grundschule sozusagen unfallfrei hinbekommen. Und das Ganze hat aus meiner Sicht eine wirklich verantwortliche Dimension im Sinne von Bildungsgerechtigkeit, im Sinne von Chancengerechtigkeit, im Sinne von bester gesellschaftlicher Teilhabe. Und, da können wir stolz drauf sein, überall dort, wo wir mal Vergleiche ziehen, landet das Land Hessen in diesem Bereich auf Platz 1, nämlich diejenigen Schüler, die ohne Abschluss die Schule verlassen, sind auch in Hessen noch zu viele, aber nirgendwo in keinem anderen Flächenland gibt es weniger. Und das ist maßgeblich, meine Damen und Herren, unserer Politik genau diesem Paradigmenwechsel geschuldet. Und wir haben ja bereits bei der Beratung über den Haushaltsplan 2020 beschlossen, dass wir mehr Personal einstellen, um Deutschunterricht zu geben. Wir wollen ab dem neuen Schuljahr eine zusätzliche Deutschstunde geben. Die Vorlaufkurse, und das ist Gegenstand dieses Gesetzentwurfs, die sollen dann verpflichtend werden, damit wir diejenigen, die sagen, nein, das ist nicht unsere Sache, wir verzichten auf den Vorlaufkurs, sind ja die Eltern und nicht die Kinder, die diese Entscheidung treffen, dazu überreden, dazu im Grunde genommen verpflichten, im wahrsten Sinne des Wortes, ihren Kindern diese Chance zu geben.
Und wir sind davon überzeugt, dass das gut investierte Stellen sind, nämlich im Bereich der Bildungssprache Deutsch, hat dieses Hohe Haus ja schon beschlossen, dass wir 180 zusätzliche Stellen dort schaffen. Und die sind wahrsten des Wortes im Sinne von Chancengerechtigkeit, im Sinne von Bildungsgerechtigkeit gut investiert. Und das Ganze ergießt sich in einem gesamten Paket der Sprachförderung und der Förderung der Bildungssprache Deutsch mit mehr Deutschunterricht, mit den Vorlaufkursen, mit den Intensivklassen, die wir weiter dort unterstützen, bei Bedarf auch zusätzliche Mittel für einen zweiten Berufsschultag und darüber hinaus auch noch mit den Alphabetisierungsklassen. Deswegen kurz und klein. Wir werden ja noch ausführlich Beratungsmöglichkeiten haben, wenn wir dort dann auch in Anhörung gehen, wenn wir die im Ausschuss beschließen. Hintergrund ist und war, dass wir einen besseren Start für die Schülerinnen und Schüler, für alle Schülerinnen und Schüler in die Grundschule und damit in ihre Bildungskarriere, in ihre Berufskarriere gewährleisten wollen. Deswegen will ich das auch noch einmal Ihnen zurufen. Seit dem Schuljahr 2002, seit dem Schuljahr 2003 haben 165.000 Kinder an diesen Vorlaufkursen, die bisher ja noch nicht verpflichtend waren, teilgenommen. Und 97% davon haben dann erfolgreich auch die Grundschule durchlaufen. Das zeigt uns, wir sind auf dem richtigen Weg. Und diejenigen, die Empfehlung nicht angenommen haben, werden wir jetzt entsprechend unterstützen im Sinne der Verpflichtung, dass die Vorlaufkurse dann obligatorisch werden. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Gesetzentwurf ein substanzieller Beitrag ist für noch mehr Bildungs- und noch mehr Chancengerechtigkeiten in unserem guten Bildungssystem im Lande Hessen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Da werden wir noch ausführlich Gelegenheit haben, dort das entsprechend auszuschärfen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Jetzt darf ich aber meinen Kuddelmuddel wieder zurechtrücken von vorhin. Und deswegen hat jetzt das Wort die Kollegin Anders für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit der geplanten Änderung des Schulgesetzes und der Verpflichtung von Vorlaufkursen ergänzen wir einen weiteren Baustein, um die Bildungssprache Deutsch an hessischen Schulen deutlich auszubauen. Damit machen wir deutlich, dass wir allen Kindern beste Startchancen ins Schulleben geben wollen und beginnen mit der Sprachförderung schon vor der Einschulung. Unabhängig ihrer Muttersprache wollen wir für alle Kinder in Hessen mehr Chancengerechtigkeit schaffen. Der Beginn des Schullebens ist ein einschneidendes Ereignis im Leben eines Kindes, und der Wechsel von der Kita in die Schule ist für viele Kinder eine große Herausforderung und natürlich umso mehr für die Kinder, die einen geringen Wortschatz haben, die wenig verstehen und erst recht die, die wenig sprechen können. Und deswegen müssen wir allen Kindern einen Grundwortschatz garantieren, und wir müssen das Sprachverständnis erweitern. Und dazu braucht es eine Sprachförderung schon vor der Einschulung. Mit den Vorlaufkursen gestalten wir aktiv den Übergang von der Kita in die Grundschule, und so werden nicht nur Sprachbarrieren abgebaut, sondern auch viele Ängste und Unsicherheiten, die gerade mit fehlender Sprache einhergehen, Unsicherheiten bei Kindern, aber auch bei Eltern. Und so können Kinder und Eltern auch Vertrauen zur Schule und zu den Lehrerinnen und Lehrern aufbauen. So kann Kita und Schule im ständigen Austausch sein. Das ist genau das, was wir auch im hessischen Bildungs- und Erziehungsplan immer fordern. Und wir setzen es auch jetzt mit dieser Maßnahme sehr gut um. Applaus
Bereits jetzt besuchen ja schon knapp 93% der Kinder, denen ein Vorlaufkurs empfohlen wurde, auch diese schulische Sprachförderung. Und wenn wir davon sprechen, dass wir kein Kind zurücklassen wollen, dann heißt das eben auch, dass die restlichen 7% nicht vergessen werden dürfen und dass wir auch denen beste Startchancen ermöglichen wollen. Und aus der Praxis wissen wir, dass es genau diese 7% sind, die einen besonderen Bedarf haben, die aus vielerlei Gründen häufig nicht regelmäßig in die Kita gehen, die viel Zeit in anderen Ländern zum Beispiel verbracht haben. Und deswegen ist es deutlich wichtig zu machen, dass jedes Kind uns wichtig ist und jede Bildungsbiografie, auch die der 7%, die jetzt noch nicht in die Vorlaufkurse gehen. Und mit der Änderung dieses Gesetzes verpflichten wir ja nicht nur die Kinder, in die Vorlaufkurse zu gehen, sondern natürlich verpflichten wir uns als Land, auch die Ressourcen für diese Kurse dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Damit stellt sich das Land Hessen seiner Verantwortung, allen Kindern beste Startchancen zu geben. Und eins haben ja die Kurse in den letzten Jahren gezeigt. Je früher die Kinder gefördert werden, desto weniger Schwierigkeiten ergeben sich später, desto größer sind die Lernerfolge in den ersten Jahren. Und es sind gerade diese Erfolgserlebnisse, die am Anfang von großer Bedeutung sind, die auch messbar sind, Herr Schwarz hat darauf hingewiesen, und die Arbeit von Grundschullehrerinnen deutlich erleichtert in den ersten Jahren. Mit den Vorlaufkursen waren wir Vorreiter in Deutschland. Mit der Verpflichtung sind wir es nicht. Es gibt Hamburg zum Beispiel, die machen das schon. Und wir sehen es als richtiges Signal, der Bildungssprache Deutsch vor Schulbeginn schon einen großen Stellenwert einzuräumen. Deswegen freue ich mich auf den Ausschuss und auf alles andere, was noch kommt, und auf dieses Gesetz sowieso. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Nächste Rednerin ist die Kollegin Strube für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich musste erst beim Gesetzentwurf nachgucken, weil Sie haben von 7% gesprochen, Sie von 180 Stellen, stehen aber 5% drin und sind 210 Stellen. Aber ich glaube, wir reden über den richtigen Entwurf. Die Einschulung ist für unsere Kinder ein aufregendes und herausforderndes Ereignis. Und gemeinsam mit anderen Kindern und natürlich mit Hilfe unserer Lehrerinnen und Lehrer lernen sie gerade in den ersten Jahren die Dinge, die grundlegend für eine erfolgreiche Teilhabe an unserer Gesellschaft sind. Zumindest ist das in der Theorie so. In der Realität sieht das leider anders aus, denn auch im Jahr 2020 gilt, nicht alle haben die gleichen Chancen. Warum ist das so? Nur wer keine ausreichenden deutschen Sprachkenntnisse besitzt, kann nicht so erfolgreich in der Schule lernen wie Kinder, die von Hause aus Deutsch sprechen. Wir leben in Zeiten, in denen wir viele Kinder ohne ausreichende Deutschvorkenntnisse in unser Schulsystem integrieren wollen. Dass dies ohne die nötigen Sprachkenntnisse benachteiligt sind, ist ein Problem. Viele, ja der große Teil von ca. 95% der Eltern, entscheiden sich deshalb schon jetzt, ihre Kinder an freiwilligen schulischen Vorlaufkursen teilnehmen zu lassen, weil sie wissen, dass die Sprache das zentrale Momentum für eine Teilhabe in Deutschland ist. Leider sind aber 95% nicht alle. 5% fallen aus unterschiedlichen Gründen durch das Raster. Das sind in Hessen über 700 Kinder. Kinder, die dieselben Chancen verdient haben. Wir begrüßen es deshalb, dass Sie immerhin jetzt 4 Jahre später, nachdem Sie im Jahre 2016 in einer Pressemitteilung die Vorlaufkurse als Erfolgsgeschichte eingestuft haben, heute endlich einen Gesetzentwurf vorlegen, um möglicherweise auch die letzten 5% zu Ihrem Glück zu zwingen. Der vorliegende Gesetzentwurf soll diese Kinder in den Blick nehmen und ihnen zur Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit verhelfen. Schaut man aber mal ganz genau ins Kleingedruckte, steht da unter B möglichst alle Kinder. Warum denn eigentlich möglichst alle Kinder? Sind Sie so unambitioniert oder glauben Sie schon jetzt nicht an den Erfolg dieses Gesetzes? Das würde ja auch begründen, weshalb Sie dafür 4 Jahre gebraucht haben.
Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, da muss stehen, alle Kinder, denn Konjunktive gehören nicht in Gesetzentwürfe. Ein Glücksfall für Hessen ist jedoch, dass es sich bei der betroffenen Gruppe von Schülerinnen und Schülern nur um eine kleine Gruppe handelt. Wie Sie jedoch die notwendigen 200 Stellen dafür besetzen wollen, bleibt ein großes Geheimnis, worauf wir sehr gespannt sind, Herr Minister. Was wir jedoch an dieser Stelle jetzt schon feststellen können, SPD wirkt. Da Sie scheinbar den Hinweisen aus der Opposition nachgegangen sind und auch, hoffe ich zumindest, verstanden haben, dass wir mehr Entlastung der Lehrkräfte benötigen, ergibt ja dann, dass Sie dafür 200 Stellen einstellen für 5%, also 700 Schülerinnen. Sind das gedacht, wäre ja eine Betreuung von 1:3. Das wäre ein wahrhafter Traum dafür. Unklar ist außerdem, was hat die Eltern denn bisher daran gehindert, ihre Kinder in die Vorlaufkurse zu schicken? Wie gehen berufstätige Eltern damit in der Praxis um, wenn sie ihr Kind beispielsweise für 1,5 Stunden täglich in die Schule bringen müssen und wieder abholen müssen und in die Kita bringen müssen? Sind die Eltern dort in der Bringschuld oder anders gesagt, ist dieses Angebot nicht gut genug für die 5%? Wird dieses Angebot auch in den kleinsten Grundschulen geben, wenn es auch nur ein Kind betrifft? Dies alles wollen wir noch wissen. Und zum Glück wurde uns der Gesetzentwurf ausnahmsweise mit Vorlauf vorgelegt. Damit haben wir ausreichend Zeit für weitere Fragen. Und deshalb freuen wir uns auf eine Anhörung. Dort werden und müssen wir dann auch noch einmal über den Ausbau von gut ausgestatteten Schuleingangsklassen diskutieren. Zusammenfassend kann ich noch einmal wiederholen, allerdings auch mit einer Frage verbunden. Wir freuen uns, dass nun ein konkreter Vorschlag für die Umsetzung eines der von Schwarz-Grün angekündigten Projekte vorliegt. Es stellt sich jedoch uns auch die Frage, ob dies die einzige Schulnovelle ist und bleibt oder ob der große Wurf noch kommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Strube. Für die Fraktion der AfD ist der nächste Redner der Abgeordnete Scholz. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Kultusminister Prof. Lorz betont des Öfteren sehr zu Recht, dass die Kompetenzen Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören unabdingbare Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen seien und ihnen herausragende Bedeutung bei der Verbesserung von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zukämen. Notwendige Konsequenzen hieraus, wie der Wille zu grundlegenden Strukturveränderungen, blieben bisher erwartungsgemäß leider aus. Stattdessen laborieren Sie lediglich halbherzig an den Symptomen der durch Sie selbst verursachten Defizite, anstatt für den allmählichen Verfall unserer deutschen Sprache grundlegend zu analysieren und Maßnahmen zu ihrer Eindämmung zu ergreifen. An dieser Stelle sei an den Fall des stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Carsten Linnemann erinnert, der diese Probleme offen ansprach und dafür von den LINKEN und sogar von den eigenen Parteifreunden die Rassismuskeule deutlich zu spüren bekam. Im August letzten Jahres sprach er sich dafür aus, Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse vor der Einschulung zurückzustellen. Der Rheinischen Post sagte er, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Für die betroffenen Kinder schlug er eine Vorschulpflicht vor, da ansonsten die Herausbildung neuer Parallelgesellschaften zu befürchten sei. Recht hat er. Und so schnell mutiert man allerdings auch in der CDU, welche ebenfalls der Ideologie des Multikulturalismus verfallen ist, zu einem ganz bösen Rechtspopulisten. Meine Damen und Herren, es ist Fakt, ca. ein Viertel der hessischen Erstklässler verfügt über keine ausreichenden Deutschkenntnisse. Sie vermögen dem Unterricht nicht zu folgen. 25%. Das sind bei 55.000, also 55.300 eingeschulten Erstklässlern in Hessen im Schuljahr 2019/20 ca. 13.800 hessische Schüler. 13.800 Menschen, die wir nicht aufgeben dürfen, meine Damen und Herren.
In unseren Großstädten sind Grundschulen mit einem Migrationsanteil von über 70% nahezu die Regel. Demgemäß befinden sich dort kaum noch Kinder, welche die deutsche Sprache auch nur halbwegs beherrschen. Hessenweit sprechen 32% der Kita-Kinder zu Hause. Na, Sie müssen es ja wissen. Ja? Wer war in der Schule viele Jahre? Ich habe es erlebt. Entschuldigung. Hessenweit sprechen 32% der Kita-Kinder zu Hause kein Deutsch mehr, wie eine Anfrage der FDP an das Bundesfamilienminister ergab. Ich frage Sie, wie soll ein Kindergarten- oder Grundschulkind denn eigentlich eine Sprache lernen, die zu Hause praktisch gar nicht gesprochen wird? Die Lösung des Problems liegt auf der Hand. Die Eltern müssen dazu angehalten werden, binnen weniger Jahre hinreichende Deutschkenntnisse zu erwerben und diese Konsequenz im Umgang mit ihren Kindern anzuwenden. Der Spracherwerb ist eine Bringschuld von Einwanderern. Wenn ein hier geborenes Kind im Alter von 6 Jahren keine hinreichenden Deutschkenntnisse besitzt, dann ist dies ein sicherer Indikator für die gescheiterte Integration der zugehörigen Familie, so wie ihrer ebenfalls gescheiterten Einwanderungspolitik. Aber jetzt wird alles wieder gut. Mit vorliegender Gesetzesnovelle soll den bisher ausschließlich freiwilligen Vorlaufkursen für Kinder mit festgestellten Sprachdefiziten verpflichtender Charakter verliehen werden. Spricht ein Kind zum Zeitpunkt der Einschulung immer noch nicht ausreichend gut Deutsch, wird es vom Schulbesuch zurückgestellt und besucht stattdessen einen Sprachkurs. Der Begründung Ihrer Gesetzesvorlage ist eine Quote von 5%, absolute Zahl 692 Schüler zu entnehmen, welche an den gegenwärtigen freiwilligen Vorlaufkursen nicht teilnehmen. Professor Lorz sprach im August 2019 gegenüber der dpa noch von 10%, welche er mit... Herr Kollege Scholz, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Anders? Nein. Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Kultusminister, wenn Sie dieses Zustandekommen der beiden sich um 100% unterscheidenden Quoten aufklären könnten. Meine Damen und Herren, ein Gesetz, welches einerseits eine Verpflichtung auferlegt und andererseits bei Nichtbefolgung keine präzisen rechtlichen Konsequenzen in Form von Sanktionen vorsieht, ist entbehrlich. Hinsichtlich ihrer Wirkung kommt die ausgesprochene Verpflichtung faktisch einer Empfehlung gleich. Ich verweise hiermit auf die Begründung zu § 58 Absatz 5 Satz 2, in welcher Sie klarstellen, dass die Anwendung des § 68, also Schulzwang, ausgenommen wird, sowie das Fernbleiben vom Vorlaufkurs nicht als Straftat zu werten ist, die im Normfall mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet wird. Bereits aus diesem Grund halten wir Ihre Gesetzesnovellierung in der vorliegenden Form für mangelhaft, um nicht zu sagen gänzlich überflüssig. Die Erwartung, hiermit alle Kinder mit Sprachdefiziten in einem Vorlaufkurs unterbringen zu können, wird sich wohl nicht einstellen, da jegliche Konsequenz bei Nichtbefolgung dieses Gesetzes für die Eltern ausbleibt. Weiterhin halten wir die Überprüfung der Sprachkenntnisse in den Monaten März, April des Jahres vor der geplanten Einschulung für viel zu spät, um eine nachhaltige Förderung der Kinder sicherstellen zu können. Hierzu schließen wir uns dem Deutschen Lehrerverband an. Er spricht sich dafür aus, bereits bei allen 3- und 4-jährigen Sprachstandstests durchzuführen, um ihnen anschließend in der Kita oder auch an der Vorschule eine entsprechende Sprachförderung zu ermöglichen. Die hessische Landesregierung sieht jedoch hier keinen Handlungsbedarf. Des Weiteren gelingt es dem Antragsteller unseres Erachtens nicht, die verfassungsrechtlichen Bedenken, welche gegen eine verpflichtende Regelung im Rahmen der Novellierung des Schulgesetzes vom 21. März 2002 vorgebracht wurden, zu entkräften. Den interessierten Leser Ihrer Begründung lassen Sie aus welchen Motiven auch immer im Unklaren darüber, welche juristischen Argumente zur Verfestigung Ihrer derzeitigen Rechtsauffassung führten. Eine einschlägige Quellenangabe hierzu fehlt. Sie führen dazu aus, dass die zwischenzeitlichen fachwissenschaftlichen Diskussionen, wer auch immer die geführt haben mag, sowie die Feststellung der Rechtslagen in anderen Bundesländern, die seinerseits geltend gemacht, unter anderem verfassungsrechtlichen Bedenken zusammengenommen, sich als nicht mehr hinreichend stichhaltig erwiesen hätten. Zur Feststellung der Rechtsadäquatheit Ihres Gesetzentwurfs hätte es bei dieser Vorgeschichte unseres Erachtens im Vorfeld der Erstellung eines verfassungsrechtlichen Gutachtens bedurft, welches in der Begründung
als Quelle hätte ausgewiesen werden müssen. Herr Kultusminister, vielleicht gibt es ja ein solches Gutachten, das Sie uns ja vielleicht vorenthalten haben. Meine Damen und Herren, erneut demonstriert die schwarz-grüne Landesregierung, dass sie nicht willens bzw. nicht in der Lage ist, fundamentale Problemstellungen auch nur im Ansatz anpacken zu können oder anpacken zu wollen. Ihr untauglicher Gesetzentwurf wird von meiner Fraktion abgelehnt. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Scholz. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Kula für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Also, ich war ja schon ein bisschen erleichtert, als ich jetzt tatsächlich den Gesetzentwurf gesehen habe, weil noch in der letzten Debatte hatte ja der Herr Schwarz von der CDU-Fraktion behauptet, Hessen gehe den gleichen Weg wie Hamburg und zitierte dabei eben den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann, der eben in eine Debatte auslöste, als er die spätere Einschulung für Kinder mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen forderte. Dies hätte ja tatsächlich die Vorschulpflicht für einen Teil von migrantischen Kindern bedeutet. Aber zum Glück lag der Herr Schwarz falsch, und der Gesetzentwurf sieht eine solche Regelung gar nicht vor. Das ist tatsächlich beruhigend. Stattdessen geht es um eine verpflichtende Teilnahme an schulischen Vorlaufkursen parallel zum letzten Kita-Jahr. Eine Zurückstufung aus der Schule wegen fehlender Deutschkenntnisse soll weiterhin möglich sein. In Folge muss dann ein schulischer Vorlaufkurs bis zur nächsten Einschulung besucht werden. Das ist in der Tat etwas anderes, als was der Herr Schwarz und Herr Linnemann wollen, und auch anders zu bewerten. Wie Sie selbst in Ihrem Gesetzentwurf schreiben, belegen 95 – das ist jetzt meine Prozentzahl, die ich gelesen habe – der betroffenen Kinder bereits die aktuell noch freiwilligen Vorlaufkurse. Ich finde, das ist eigentlich ja schon ein sehr guter Wert, der auch ausdrückt, welch einen enorm hohen Stellenwert Bildungschancen insbesondere auch für migrantische Familien hat. Oft sind es aber auch Kinder, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, die Probleme mit der deutschen Sprache haben. Gerade deswegen wundert es mich eigentlich, dass Sie in der Begründung der Änderung des Schulgesetzes formulieren, dass, ich zitiere, künftig in der Regel nur Kinder zurückgestellt werden, die unterjährig aus dem fremdsprachigen Ausland zuziehen und damit nicht oder nicht ausreichend die Möglichkeit haben, an einem Vorlaufkurs teilzunehmen. Was bedeutet denn hier in der Regel? Sollen Kinder, die schon länger hier leben und vielleicht auch einen Vorlaufkurs besucht haben, nicht mehr zurückgestellt werden können? Also, das muss auf jeden Fall geklärt werden. Generell sollte die Zurückstufung von Schülerinnen und Schülern aus pädagogischen Gründen eigentlich aus dem Schulgesetz komplett gestrichen werden. Es können auch unterrichtsbegleitend Sprachkurse angeboten werden. Und viele Studien und Untersuchungen haben ja gerade belegt, dass Kinder und Jugendliche, die zurückgestuft wurden, später häufiger Probleme auf ihrem Bildungsweg und im Erwerbsleben haben. Daneben bleiben aber auch noch viele weitere Fragen offen, die im Rahmen dann von einer Anhörung diskutiert werden müssen. Mich überzeugt die Argumentation der regierungstragenden Fraktionen auch nicht, wenn sie schreiben, dass alle rechtlichen Bedenken hinsichtlich einer verpflichtenden schulgesetzlichen Regelung vom Tisch seien. Schließlich hätten andere Bundesländer ja auch Ähnliches beschlossen. Aber Sie führen ja Niedersachsen auf, aber das ist leider fehlerhaft, weil Niedersachsen regelt die Frage der Deutschförderung nämlich an den Schulen und nicht in vorgelagerten Vorlaufkursen. Also auch Fragen der rechtlichen Einschätzung müssten dann in der Anhörung geklärt werden. Positiv zu erwähnen ist, dass Sie an die Schulbeförderung zu den verpflichtenden Kursen gedacht haben. Das könnte eben auch gerade ein Grund gewesen sein, warum möglicherweise nicht alle an den freiwilligen Kursen teilgenommen haben. Aber dazu müsste man eben eine Übersicht haben über die regionale Verteilung der nicht teilnehmenden 5%. Fraglich ist auch, wie eigentlich diese Elterngespräche aussehen, wo die auf die Möglichkeit des Besuchs von einem freiwilligen Vorlaufkurs hingewiesen wird. Weil, also wenn es ja da um Familien geht, die nicht viel Deutsch können oder zu Hause nicht viel Deutsch sprechen, müsste ja eigentlich bei diesen Gesprächen auch ein Übersetzer oder eine Übersetzerin dabei sein. Das würde mich auch mal interessieren, wie dann tatsächlich darauf hingewiesen wird bei den Eltern. Erstaunlich finde ich die Stellenzahl, die Sie hier als Mehrbedarf ausweisen. Ganze 210 Lehrerstellen dafür, dass die restlichen 5% dazukommen. Also, ich möchte mich jetzt hier nicht über die Schaffung von Lehrerstellen beschweren, ganz im Gegenteil. Aber hier klotzen Sie ordentlich. Und an anderer Stelle, wo dringend auch Stellen gebraucht würden, sind Sie eher knausrig. 159 Stellen wurden ja im Haushalt aus der Beschulung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern gestrichen, also aus der Sprachförderung. Also bei den Intensivklassen, bei welchen dringend Investitionsbedarf wäre, beispielsweise um die Altersgrenzen auszuweiten, wird gekürzt.
Obwohl der Kultusminister sein Mantra Deutsch als Bildungssprache gebetsmühlenartig abspult, kann das also nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sprachförderung in Hessen sehr eindimensional betrachtet wird. Herkunftssprachlicher Unterricht, der nachweislich die beste Sprachförderung auch für die deutsche Sprache ist, bleibt weiterhin Privatsache und wird den Konsulaten überlassen. Insgesamt bin ich gespannt auf die Anhörung und hoffe, dass die Landesregierung beim Thema Sprachförderung nicht auf die Stimmungsmache aus der Union-Bundestagsfraktion hört. Vielen Dank, Frau Kula. Zu einer Kurzintervention hat sich der Kollege Armin Schwarze gemeldet. Bitte schön, Kollege Schwarz. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Frau Kollegin Kula, es ist ja nett, wenn Sie zitieren, wenn Sie auch mich zitieren. Ich freue mich immer darüber, wenn ich korrekt zitiert werde. Aber bestimmte Dinge kann man so nicht im Raum stehen lassen. Ja, ich habe in der letzten Runde, als wir über die Bildungssprache Deutsch hier debattiert haben, den Kollegen Carsten Linnemann zitiert. Jetzt lese ich Ihnen einmal vor, was der gesagt hat. Und dann sprechen wir noch einmal darüber, ob das kompatibel ist mit dem, was wir hingelegt haben als Gesetzentwurf. Kinder, die des Deutschen noch nicht ausreichend mächtig sind, sollten besser eine Vorschule besuchen, bevor sie eingeschult werden. Ein verpflichtender Vorlaufkurs, und das habe ich festgestellt, und den habe ich auch angekündigt, ist genau das, was unsere Vorstellung davon ist, um genau denjenigen Kindern zu helfen. Deswegen mit Verlaub, Frau Kollegin, es geht darum, nicht eine Schlagzeile zu produzieren, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, das zu tun, was man ankündigt. Und wenn Sie so gerne das lesen, was wir an klugen Gedanken beraten, können Sie auch gerne noch einmal unseren Koalitionsvertrag zitieren. Da haben wir nämlich genau angekündigt, dass wir verpflichtende Vorlaufkurse einführen werden. Und genau das setzen wir um. Da freuen wir uns drüber. Und deswegen nur der Wahrheit die Ehre. Man könnte zu vielen Dingen noch Bezug nehmen, was Sie hier kundgetan haben. Werden wir aber ausreichend Gelegenheit haben in den künftigen Runden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Schwarz. Frau Kollegin Kula, Sie hätten, wenn Sie Lust haben, die Möglichkeit zu erwidern. Wollen Sie nicht? Dankeschön. Dann darf ich jetzt aufrufen für die Fraktion der Freien Demokraten den Kollegen Promny. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Je früher, desto besser. Das ist der Konsens in der Forschung zur Sprachförderung. Und je früher die Förderung erfolgt, desto nachhaltiger ist sie. Genau. Der Gesetzentwurf ist daher, das wird Sie nicht überraschen, grundsätzlich auch zu begrüßen. Denn es kommen zwar nur 5% der Eltern der Empfehlung nicht nach, ihre Kinder den Vorlaufkurs besuchen zu lassen. Diese 5% der Kinder, die deshalb nicht frühzeitig vor Schulbeginn gefördert werden, sind aber immer noch 5% zu viel. Gleichwohl muss ich an der Stelle auch noch etwas Wasser in den Wein gießen. Mein erster Kritikpunkt betrifft die Feststellung der Fördernotwendigkeit. Hierzu heißt es im Gesetzentwurf, ich zitiere, Ausgangspunkt ist die Feststellung der deutschen Sprachkenntnisse des Kindes bei der Anmeldung zum Schulbesuch in den Monaten März, April des Jahres, das dem Beginn der Schulpflicht vorausgeht. Meine Damen und Herren, sinnvoller wäre es hier nicht, eine punktuelle Erhebung der Förderbedürftigkeit als Grundlage zu nehmen, sondern ein Konzept zu entwickeln, das die Kinder mit Eintritt in den Kindergarten durchgehend begleitet. Erzieherinnen und Erzieher können am besten darüber Auskunft geben, wie sich das Kind in den letzten Jahren verhalten hat. Vielleicht weist es bestimmte Besonderheiten bei der Sprachstandserhebung auf, und das auch dann nur, weil die ihm gegenüberstehende Person nicht bekannt ist. Ein passendes Instrument dafür wäre beispielsweise das Kindersprachscreening, kurz KISS, großflächig einzusetzen. Im Jahr 2016 wurde in Hessen dadurch bei immerhin 29% der getesteten Kinder ein Sprachförderbedarf festgestellt. Das ist allerdings freiwillig. Und es fehlt auch
sozusagen ein, dass es obligatorischer Bestandteil des Programms wird. Es fehlt insgesamt, das kann man festhalten, insgesamt ein umfassend durchgehendes Sprachförderkonzept in den Kindertagesstätten durch die Landesregierung. Mein zweiter Kritikpunkt ist ein Aspekt, der sich zeigt bei der Methodik und dem Inhalt der Sprachförderung. Die Erzieherinnen und Erzieher müssen in der Lage sein, Unterschiede zwischen Spracherwerbsstörungen und mangelnden Deutschkenntnissen zu erkennen. Erstere benötigen eine gezielte logopädische Therapie, letztere ein systematisches Deutschförderprogramm. Und hier muss auch die Herkunftssprache der Familien mit eingebunden werden. Und nicht zuletzt gibt es noch Kinder mit Deutsch als Erstsprache, die ebenfalls eingeschränkte Sprachkompetenzen haben. Sie benötigen wiederum ein Programm, das auf die Erweiterung und Verbesserung der Sprachkompetenzen abzielt. Insbesondere die letzten beiden Gruppen benötigen zudem eine Sprachförderung, die den Erwerb der Bildungssprache auch berücksichtigt. Sprachförderung in den Kindertagesstätten ist meist alltagsintegrierende Sprachförderung, und das ist auch richtig und wichtig so. Es braucht darüber hinaus aber auch eine Orientierung an bildungssprachlichen Kompetenzen. Meine Damen und Herren, ich komme zu meinem dritten Kritikpunkt, auf den ich hinweise. Und das ist die Frage nach den gut ausgebildeten Fachkräften. Um KIS-Fachkraft zu werden, reicht eine sechsstündige theoretische Schulung und eine zweistündige praktische Schulung als Zusatzausbildung. Die Mercator-Studie Wirksamkeit von Sprachförderung geht dagegen davon aus, dass die Weiterbildung für auf Sprachförderung spezialisiertes Personal mindestens 20 Wochen umfassen muss. Darüber hinaus fehlen für die Sprachförderung, wie so ziemlich in fast allen Bereichen, insgesamt genug ausgebildete Fachkräfte. Und im Gesetzentwurf sind als finanzieller Mehrbedarf 210 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer angegeben. Da würde ich schon gerne einmal wissen, woher diese ausgebildeten Lehrkräfte denn kommen sollen, meine Damen und Herren. Dabei sind Sie gerade hier grundlegend. Je jünger die Kinder, desto wichtiger ist es, ihnen eine altersgerechte Förderung zukommen zu lassen. Und das können eben nur voll ausgebildete Fachkräfte. Mein vierter Punkt. Im Gesetzentwurf dezidiert angesprochen ist die Sorge, eine der Schulpflicht vorauslaufende verpflichtende Teilnahme könne verfassungswidrig sein. Und bei allen Vergleichen, die im Gesetzentwurf gezogen werden mit anderen Bundesländern, die ja bekanntermaßen auch andere Verfassungen haben als das Land Hessen, und auch die Verweise auf die fachwissenschaftliche Diskussion, bleibt natürlich die Frage nach der Verfassungskonformität legitim. Und ich gehe davon aus, dass sie uns in Zukunft auch noch weiter beschäftigen wird. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Es muss klar sein, dass eine Verpflichtung der Vorlaufkurse allein nicht die Probleme jener Eltern löst, die ihren Kindern die Sprachförderung verweigern. Hier muss sensibel abgefragt werden, woher diese Verweigerungshaltung kommt. Denn die Kinder sind es in umfassender Art und Weise in familiären Kontext eingebunden. Und wenn Sprachförderung erfolgreich sein soll, dann ist es auch immer wichtig, die Familien entsprechend mit einzubinden. Und hier muss weiter daran gearbeitet werden. Das sind die entscheidenden Stellschrauben, an denen im Bereich der Sprachförderung gedreht werden muss. Und frühe Sprachförderung braucht im Zeitbudget des Personals einen festen Platz und muss gruppenübergreifend auch zur Chefsache werden. Es braucht geeignete Räume und ausreichend Personal. Nur so ist die Sprachförderung für die Kleinsten am Ende des Tages auch wirklich wirksam. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Promny. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Prof. Lorz. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Vorlaufkurse sind eines der zentralen Erfolgsmodelle des hessischen Bildungssystems. Ihre Einführung im Schuljahr 2002/2003 beruhte auf der Erkenntnis, dass die Beherrschung der deutschen Sprache von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von Kindern und Jugendlichen in Schule und Beruf und damit auch für eine gelingende Integration ist. Und seither unterstützen wir alle Schülerinnen und Schüler von Anfang an
in ihrem Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen in der deutschen Sprache. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, welche Relevanz ich diesem Projekt der Förderung der Bildungssprache Deutsch politisch beimesse. Deswegen habe ich es ja auch im vergangenen Jahr zum Schwerpunktthema der hessischen KMK-Präsidentschaft gemacht. Heute bilden die Vorlaufkurse den ersten Baustein unseres schulischen Gesamtsprachförderkonzepts. Den ersten Baustein des schulischen Gesamtsprachförderkonzepts. Wir können uns gerne, Herr Kollege Promny, auch über die Frage unterhalten, wie können wir Sprachförderung noch bevor das schulische Konzept einsetzt, betreiben. Aber wir beschäftigen uns jetzt hier erst einmal mit dem schulischen Gesamtsprachförderkonzept. Und wir haben damit bewiesen, meine Damen und Herren, wie Deutschförderung erfolgreich wirken kann. Werfen wir dazu noch einmal einen Blick zurück in das Jahr 2000, denn der ist immer sehr aufschlussreich. Damals waren über 35% der vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder ausländischer Nationalität. Ebenso 45% derjenigen Kinder, die die erste Klasse wiederholen mussten, was auch in aller Regel sprachliche Gründe hatte. Die Schulabbrecherquote unter den ausländischen Schülerinnen und Schülern war eine der höchsten aller Bundesländer. Und heute, meine Damen und Herren, liegen wir bei diesem Kriterium an der Spitze. Natürlich ist da immer noch Luft nach oben. Solange es noch einen Abbrecher gibt, ist die Arbeit nicht getan. Und deswegen wird sie wahrscheinlich auch im bildungspolitischen Bereich niemals enden. Aber das ist ja immer so. Auch die Studienberechtigungsquote ausländischer Jugendlicher an unseren berufsbildenden Schulen ist inzwischen nach Baden-Württemberg die zweitbeste aller Bundesländer. Das ist jetzt sicherlich nicht allein auf das Instrument der Vorlaufkurse zurückzuführen. Aber ohne die sprachliche Basis, die dort gelegt wird, wären diese Erfolge sicherlich auch nicht denkbar gewesen. In diesem Schuljahr besuchen 12.558 Kinder einen Vorlaufkurs. Und seit ihrer Einführung, seit 18 Jahren, ist diese Zahl in jedem Jahr kontinuierlich ohne Ausnahme angestiegen. Über 150.000 Kinder haben seit 2002 davon profitiert. Und wie sehr sie davon profitiert haben, das hat der Kollege Schwarz schon mit der Zahl demonstriert, die wir in diesem Zusammenhang auch immer am liebsten zitieren, nämlich, dass 97% der Vorlaufkurskinder in sprachlicher Hinsicht erfolgreich sind. Das heißt, sie müssen jedenfalls nicht wie früher aus sprachlichen Gründen vom Schulbesuch zurückgestellt werden. Vergleichen Sie einfach diese Zahlen mit denen von vor 2002. Dann wissen Sie, meine Damen und Herren, was Vorlaufkurse bewirkt haben. Und nahezu alle anderen Bundesländer haben sich das hessische Beispiel inzwischen zum Vorbild genommen. Das, finde ich, ist einer der schönsten und überzeugendsten Beweise für die Qualität dieses Instruments. Aber ja, es gibt noch einen blinden Fleck auf diesem schönen Bild. Und das sind die konstant etwa 5% der Kinder, die bzw. deren Eltern der Empfehlung für den Besuch eines Vorlaufkurses nicht folgen. 685 Kinder, das ist jetzt Stand vom Dezember 2019, besuchen im aktuellen Durchgang keine Kindertagesstätte. Für sie ist, sofern sie nicht die entsprechende Bildung im Elternhaus erfahren, der Vorlaufkurs die einzige Chance auf eine frühzeitige intensive Deutschförderung und die Stärkung grundschulrelevanter Vorläuferfähigkeiten im Übergang vom Elementar- zum Primarbereich, jedenfalls was die sprachliche Fertigkeit anbetrifft. Deswegen wiederhole ich auch noch einmal, ja, natürlich lohnt es sich auch, über Sprachförderung in der Kita zu diskutieren. Aber heute reden wir ja von der Frage, machen wir eine Verpflichtung? Ziehen wir quasi partiell den Gedanken der Schulpflicht hier nach vorne? Da wäre ich dann doch ein bisschen vorsichtig. Also, wenn wir Vierjährige testen, sie dann mit 4 oder 5, ein Jahr vor der Schule, verpflichten, an einem solchen Vorlaufkurs teilzunehmen, ob man damit der Pflicht noch weiter vorne einsetzen soll, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Also Förderung ja, aber jetzt geht es um die Verpflichtung, und zwar für die 710 Kinder, 710, das ist auch Stand Dezember 2019, 710 von 13.268 insgesamt, das sind 5,35%, also man sieht, das pendelt immer ziemlich akkurat um diese 5% herum, 710 Kinder, die in diesem Schuljahr trotz Empfehlung keinen Vorlaufkurs besuchen. Das sind jetzt nicht in jedem Fall dieselben Kinder, die auch keine Kindertagesstätte besuchen. Da gibt es teilweise personelle Überschneidungen, aber das ist nicht exakt personenidentisch. Nur eins steht fest, da, wo beides zusammenkommt, kein Kita-Besuch, kein Vorlaufkurs, trotz Empfehlung, also trotz Sprachstandsdefizit, da starten die Kinder schon mit einem ganz erheblichen sprachlichen Handicap in ihre Schullaufbahn. Und dieses Handicap, das wollen wir ihnen wegnehmen. Denn wie schon Ludwig Wittgenstein immer so schön sagte, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und Grenzen der Welt sollte es für Kinder eigentlich so wenig wie möglich geben. Applaus
Meine Damen und Herren, deswegen wollen wir diese Lücke schließen, zum Wohle unserer Kinder und für eine Verbesserung der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit. Diesem Ziel dient auch der vorliegende Gesetzentwurf. Ich hoffe daher, ehrlich gesagt, auch nach den Wortmeldungen, die ich jetzt im Laufe dieser Debatte gehört habe, auf eine breite Zustimmung dafür in diesem Hohen Hause. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Prof. Lorz. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der Aussprache zur ersten Lesung angelangt. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den KPA. Und wenn hier meine Buchführung stimmt, wovon ich ausgehe, sind wir jetzt am Ende der Tagesordnung des heutigen Tages angelangt. Ich bedanke mich für die rege Teilnahme. Ich freue mich, wenn wir uns morgen um 9 Uhr wiedersehen hier an diesem Ort und darf Ihnen mitteilen, dass im Anschluss an die jetzige Plenarsitzung der Kulturpolitische Ausschuss in Sitzungsraum 501a zusammenkommt. Einen herzlichen Dank an Sie alle und einen wunderschönen Abend. Bis morgen wieder.